und weiter geht's mit Zelda. Lentus. Time. Ne, ich würde sagen, wir gehen jetzt zu Zelda und Link, wo guckst du bitte hin? Link! Link! Oh, sorry. Link! Okay. Du sprichst Zelda, ich bin jetzt Links Gedanken. Nanu? Servus, Alte. Wer bist du? Ja, grün, so, weißt du. Ich bin der, der... Wie hast du es geschafft, an den Lachen vorbeizukommen? Ja, du, weißt du, ich arbeite so und verdiene sehr, sehr viel Geld mit... Und so, weißt du, ja, egal. Und, das hat halt ein bisschen gekostet. Oh, was ist das? Ja, das ist mein Navigationssystem, weißt du? Das ist Punkt. Ein Navigationssystem? Eine Fee. Dann kommst du aus dem Busch? Nein, aus der Großstadt. Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes? Nein, oder? Das heilige Kondom des Waldes. Was doch? Ich meine den funkelnden grünen Ring. Stein. Willst du mal gucken? Nun, hast du ihn dabei? Ja, meiner Hose. Wie ich mir dachte. Ja, weißt du so, Baby, und da ist irgendwie ein Grafikpack hinten im Ecken, ey. Ich hatte einen Traum, da werden überzogen dunkle Wolken und Serpentei holen. Ja, weißt du, das waren meine Kleider, die über dich flogen, weißt du? Doch, plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichtes diese Wolken. Er kam aus dem Wald und dann sein Ruhe strahlte in sein Gesicht. Ja, weißt du, das war ich so und durch die Kleider, weißt du? Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Kondom in seinen Händen hielt. Gleich sein Navigationssystem. Ich weiß. Ja, weißt du, das bin ich. Weißt du, ich habe so ein grünes Kondom in meiner Hose. Ich habe ein Navigationssystem dabei und ja. Ich dachte, du wärst es. Ja, bin ich doch. Weißt du nicht mehr? Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ach, nicht schlimm. Zum Ficken reicht's. Ich bin die Prinzessin von Hyrule. Ja, servus. Wie lautet dein Name? Ich bin recht. Link. Ich fühle etwas. Weißt du, ich bin ziemlich nah bei dir, weißt du das nicht? Link, Hand aus der Hose. Link, bitte. Selbst. Komm, vertraut. Ja, ich glaub dir, dass er einfach toll vorkommt. Letzte Nacht im Hotel, ja. Ja, ich weiß, dass es dir vertraut vorkommt. Weißt du, ich war doch gestern auch schon bei dir, nur du hast du geschlafen und ich, ja. Mach den Mund nicht so weit auf. So weiß ich. Weißt du, die beugt sich jetzt ein Stück nach vorne und macht den Mund auf. WTF, ey. Das Geilste wäre, wenn du dir sagst, zeig es mir, dass du es kannst, Link. Frei davon, Hyrule, von ihrer Qual. Ich werde dich nun das Geheimnis meines Heiligreichs angehen. Nee. Okay. Ups. Ich kann nicht so laut lachen, das ist das Problem. Okay. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Verhütet wird. Du wirst das doch nicht weiterziehen. Doch! Wo?
So denkst du. Also das hat, boah, wie sie guckt. Und jetzt beugt sie sich wieder. Mit dem Mund auf. Das ist doch nicht weiter sehen. Dies ist die Legende vom besten Sex der Welt. Seltsamer Kumpi, Vertrauen vorne. Das Triforce vereinte die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in Händen hält. Alter, ich hab übelst die Grafik abspaxen, ne? Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Ja, ich würde auch gleich weiter woanders hin. Würden Wünsche eines Menschen mit niederer Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt. Ja, du kannst auch gleich was anderes verstehen, egal. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Und seltsam, irgendwie kommt die Zitadelle mir vertraut vor. Du bist. Ja. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Warum stotterst du? Ich? Ich hab die Hose unten. Weißt du, achso, in Game. Ja. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Das Analportal. Es heißt, man braucht die drei heiligen Kondome, um den Zugang zu öffnen. Welchen Zugang? Und? Alter, das ist nicht eine Let's Play-Folge, das ist eine Let's Porn-Folge. Okay, komm. Noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz in meiner Königsfamilie von Evo ist. Ein Vibrator. Die Analtrompete der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich gern vertraut habe, verstanden? Ja klar, lass uns bumsen. Großartig. Ich kann nicht so laut lachen. Was hast du vergessen? Ah, hast die Kleider noch angelassen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Gespannt. Eines der Elemente aus meinem Traum. Die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Nee, nein. Ich bin nicht gay. Bitte, wenn du dich nicht beeilst, besser fort sein. Moment, das kann man auch falsch verstehen. Wenn ich mich nicht beeile, wird der ja. Denkt so ich. Du kannst es dir denken. Bah. Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick. Guck mal, der hat auch den Mund offen und der bewegt sich so komisch. Seine Hand ist in einer ganz doofen Position. Das ist Gendorf. Anführer der Kopflos. Die lebendigste Fernung in unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen. Doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Alter, du weißt, dass wir schon fast eine Folge an dem scheiß Dialog haben, ne? Die Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Oh, da hat ihn jemand jetzt erwischt. Was ist erwischt? Hat er dich gepimmelt? Genudelt. Oh mein Gott, ich bin gezeichnet fürs Leben. Ah, ich habe einen Namen wie Harry Potter. Keine Angst. Zeldas rechter Arm bewegt sich sehr komisch. Bitte! Ich mache hier kurz einen Schnitt, Leute. Sorry, das kann nicht sein, ey. Bis gleich.